Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute soll es mal wieder eine Rezension geben. I'm gonna make you feel like you're the only girl in the world. Like you're the only one that I'll ever love. Like you're the only one who knows my heart. Und zwar soll es um folgendes Buch gehen, nämlich Waterfire Saga, das erste Lied der Meere von Jennifer Donnelly. Das Ganze ist im Egmont Schneider Buchverlag erschienen und kostet neu 14,99 €. In dieser Geschichte geht es um Serafina und Serafina ist kurz vor ihrer Verlobung. Sie ist 16 Jahre alt und wird demnächst mit dem Prinzen, ich weiß nicht mehr wie er heißt, Marv? Oder irgendwie so, verlobt und die beiden werden dann, ich glaube, 2 Jahre später heiraten. Serafina ist sehr, sehr aufgeregt, weil das auch bedeutet, dass getestet wird, ob sie die leibliche Tochter der jetzigen Regina ist, ich weiß es nicht, Regentin auf jeden Fall. Und sie hat natürlich so ein bisschen Panik und wird dazu auch noch zusätzlich von merkwürdigen Albträumen verfolgt, die ein komisches Lied vorsingen, was irgendwie anscheinend zu ihr passt, aber dann doch nicht zu 100%, weil es da auch noch um andere geht. Als dann ihr Land angegriffen wird, bricht sozusagen das ganze System in sich zusammen und Serafina muss fliehen mit ihrer besten Freundin Nela, irgendwie so. Und sie müssen, sie stellen sehr schnell fest, dass sie den gleichen Traum hatten und müssen deswegen nach 4 weiteren Meerjungfrauen suchen, mit denen sie das Unheil sozusagen abzuwenden versuchen. Ja, das ist so grob zusammengefasst der Inhalt dieses Buches. Ich hatte mich sehr auf die Geschichte gefreut. Ich mag das ja gerade so mit Meerwesen und so. Hatte bis jetzt aber noch nicht den Oberkracher. Ich habe Meeresflüstern gelesen und das war okay, aber nicht atemberaubend. Deswegen habe ich hier sehr große Hoffnungen reingesetzt. Und gerade weil die liebe Sarah Bowe so von der Autorin schwärmt, dachte ich, oh mein Gott, das wird richtig, richtig gut. Ja, ich musste sehr, sehr schnell feststellen, dass es nicht ganz so gut wurde, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein schlechtes Buch war. Das Ganze hat von mir 3 Sterne bekommen. Aber ich fand einfach, mir hat so die Tiefe gefehlt. Ich hatte keinen Bezug und keine Nähe zu den Charakteren. Das war alles irgendwo so ein bisschen distanziert und kühl. Und ich konnte in vielen Situationen Serafina auch gar nicht so gut nachvollziehen und hatte ja irgendwie überhaupt gar keine Bindung zu ihr. Und das macht so eine Geschichte immer schon so ein bisschen oberflächlich, finde ich. Und das zog sich halt leider durch das ganze Buch. Am Anfang habe ich es wirklich darauf geschoben, dass die Geschichte noch ins Rollen kommt und dann Serafina irgendwann so diese perfekte Schale, die sie im Endeffekt hat, was sie als Prinzessin natürlich braucht, das konnte ich nachvollziehen, aber dass sie die irgendwann abschüttet und irgendwann auch Ecken und Kanten hat und das hat mir einfach gefehlt. Das kam in diesem ersten Band nicht zutage. Also die Charaktere waren alle sehr, sehr fern von mir. Die mir noch am nächsten stand, war wirklich Nela, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, wirklich nicht. Und ich fand auch, was hinten drauf steht, dass sie ja Talismane suchen müssen und andauernd diese Albträume hat, das war gar nicht so. Also das war so ein bisschen mehr nach hinten rausgeschoben. Der Anfang war doch sehr, sehr erklärend. Über 150 Seiten ist eigentlich nicht allzu viel passiert. Dann kam es natürlich irgendwann ins Rollen, es kam der Angriff, der hier hinten auch beschrieben steht und so, aber das war alles irgendwie nicht zu 100%. Das war sehr, sehr langatmig. Das war, glaube ich, das größte Problem. Und auf den letzten 50 Seiten überschlugen sich dann sozusagen schon fast die Ereignisse. Und der Informationsfluss wurde so, so groß, dass man irgendwann gar nicht mehr wusste, okay, wer hat jetzt was getan und mit wem. Es kamen auch überplötzlich ganz, ganz viele Charaktere dazu, wo ich mir so dachte, okay, du kamst jetzt woher und du kamst jetzt woher? Ich hätte am besten mir einen Stammbaum gemalt oder so, damit ich das besser im Kopf behalte. Es waren auch so viele verwirrende Namen, weil die alle so aus verschiedenen Ecken kamen, aus dem Indischen Ozean, aus dem Atlantik und aus dem Schwarzen Meer und keine Ahnung. Und dadurch hatten die halt alle nicht diese gängigen Namen wie Noel und keine Ahnung, Schlag mich tot, wie sie denn alle heißen. Sondern hatten halt sehr außergewöhnliche Namen. Und hier wurde auch viel fremdsprachig gesprochen, wo ich manchmal dachte, okay, was hast du jetzt gesagt? Ich spreche kein Spanisch, Italienisch, whatever. Und ja, das hat so den Lesefluss letztendlich so ins Stocken gebracht. Also ich hatte immer so das Gefühl,
jetzt kommt da wieder so ein Fremdwort, jetzt muss ich erst überlegen, was das heißt, was das im Kontext heißen könnte, und das hat mich immer so ein bisschen abgehackt lesen lassen. Trotz alledem eine Geschichte, die sehr viel Potenzial hat, und ich denke mal, im zweiten Band wird es wesentlich rascher zu Gange gehen, weil jetzt sozusagen erst das Abenteuer, was hinten beschrieben steht, hinten, also anfängt, also auf jeden Fall nach meiner Meinung. Es ist sehr viel rumgedömpelt, so in diese Vorgeschichte und wie alles passiert ist. Was ich aber schön fand, war, dass es hier also auch um Atlantis geht. Und ich mag Atlantis, ich mag die Geschichte über Atlantis. Und ich hoffe einfach wirklich, dass im zweiten Band der Pep reinkommt und dass diese Geschichte mich richtig, richtig mitreißen kann. Dass ich Serafina auf einmal greifen kann, sie verstehen kann in all ihren Handlungen und Aktionen und nicht dieses perfekte Prinzessinnen-Dasein weiter so gang und gäbe ist. Das fände ich sehr, sehr schön, und wenn das kommt, dann ist dieses Buch auf jeden Fall mit sehr viel Potenzial gespickt. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dieser Band hinführend, erklärend war, als Einleitung gedacht. Und ich weiß ja nicht, wie viele Bände dazu rauskommen, ob es 3 oder 4 oder 5 gar werden. Aber ich will es auf jeden Fall weiterlesen. Ich finde ja auch das Cover wirklich traumhaft, traumhaft schön. Und ich denke, alle, die die Autorin mögen und die Meerwesen an sich mögen, werden hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen und da was von haben und sich da total hineinfallen lassen können. Und ja, man sollte dem Buch einfach eine Chance geben, denke ich. Es war halt so ein bisschen oberflächlich zusammengefasst nochmal und ein bisschen abgehackt durch diese anderen Wörter. Ansonsten aber ein gutes, okayes Buch, was man lesen kann. Und schaut da unbedingt mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Man hat hier sehr viel auch mit Mythologie zu tun an sich, denke ich mal. Weil Atlantis halt auch so mit so mythischen Sachen gespickt ist. Und dann haben die Menschen hier auch noch eine Rolle. Aber ich denke, das wird noch gravierender, was die Menschen für eine Rolle tragen. Mir hat hier auch irgendwie der männliche Protagonist gefehlt. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber ich hoffe, dass hier auf jeden Fall auch noch eine Liebesgeschichte mit reinkommt. Weil ich denke, das würde das Ganze noch mal ein bisschen emotionaler machen. Und das würde Serafina an sich auch noch mal emotionaler machen. Und das finde ich, wie gesagt, noch mal ganz, ganz toll, wenn hier eine Liebesgeschichte in den Folgebänden auf jeden Fall drin sein wird. Ja, das von mir. Wenn ihr das Buch bereits gelesen habt oder noch lesen wollt, könnt ihr mir gerne schreiben, was ihr darüber denkt und vielleicht auch, was ihr erwartet oder keine Ahnung. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, meine Lieben. Ciao.